So, guten Morgen, willkommen zurück zu Die Reise ins All. Ja, wir machen weiter, wo auch immer wir stehen geblieben sind. Irgendwo in der Pampa. Ja. Ich habe schon das unstabile Frames, das ist nicht schön. Liegt vielleicht daran, dass ich wieder die Hälfte vergessen habe auszumachen. Vergesst es bei Die Reise ins All, wenn die brauchst so wenig Leistung und so, dann merkt man das nicht gleich. Oder was heißt, man merkt es nicht gleich? Doch, ich merke es gleich. Ich vergesse es nur immer wieder. Ich sehe die 2 Milliarden Fenster, die ich im Hintergrund habe, ja auch überhaupt nicht, weil ich habe 98 Dioptrien oder so. Seht nur, die majestätische Aura der Warzen des Häuptlings. So muss ein Herrscher aussehen. Könnt ihr mich klauen? Das sind die Schätze des Königs, weg da. Ach komm, habt euch nicht so. Ich leise mir nur aus. Ich bin ja keine dieser Leute, die irgendwas klauen wollen. Das Blatt kann ich auch nicht mitnehmen. Könnte ich schwimmen. Oh, falsches Spiel. Ach, dieser ewige Wachdienst, wenn ich nur ein Pfeifchen rauchen könnte. Ja, das ist typisch. Aber die liegt zu Hause und bei dem Gewühl, dass meine Frau gerade veranstaltet, komme ich da nicht heran. Könnt ihr vielleicht mal eine Pfeife und etwas Kraut holen? Ich wohne gleich im Nordwesten. Die Pfeife! Draufkommt! Ich habe das wirklich aus dem Chaos ziehen können. Und ich hatte schon verloren gegeben und mir bei einem Kameraden Rauchwerk beschafft. Ist das? Behalte die Pfeife. Ich brauche keine zweite und ihr habt einen hübschen Lohn für meine Mühen. Wer bedankt? Professor weiß eine gute Pfeife zu schätzen. Solange er es Rauchkraft hat, kann er die Pfeife benutzen, um einen Fünftel seiner AP und MP wieder aufzufüllen, wiederherzustellen. Toll. Nein, ist nichts zum Ausrüsten. Muss ich also im Spiel über benutzen. Den enormen Fortschritt erstmal speichern. Stellen unseren Häuptling nicht, während seine Gelage. Seines Gelage, oder? Ja, da staunen die ja was. Die Hütte des Häuptlings, das imposanteste Bauwerk des gesamten bekannten Dschungels. Ja, es ist ovalförmig. Ich bin beeindruckt. Verzeihung. Wir können dir jetzt wagen, mich bei meinem Gelage zu stören. War gerade beim Essen. Vater, du empfängst diese Fremdlinge während deines traditionellen Gelages. Sie mögen ja die sterblichen Überreste Prinz Kimos gefunden haben, aber deswegen muss man noch lange. Denen da verdanke ich die Gewissheit über den Verbleib meines geliebten Sohnes. Tritt heran! Tritt näher, treten Sie ran. Wie wenn Sie genauso beschissen wie nebenan. Bei meinen Warzen, ihr habt die Leiche meines Erstgeborenen unseren ärgsten Feinden entrissen. Kinderspiel. Und jeder Feind der heimtückischen Schlangen ist mein Freund. Sagt, was kann ich für euch tun? Soll ich das sagen? Was, der Tümbreck? Wie kann man so barbarisch scheinen, frischen Fisch nicht roh zu essen? Dschungelkreaturen, seid schon merkwürdig. Geht es euch nichts, das ihr euch wünscht? Oh Mann. Wohin? Wovon redest du? Lass sie mich einmal, lieber Leutnant. Brauch. Weg, wichtig, wichtig. Wir müssen liebe Leute verlassen. Schade, schade. Unerlässlich. Schön. Warum vielleicht Handels. Schon von weisem Mann gesehen. Wo sein? Handelsstation, sagen bitte. Herr Ruffler, ich bin ganz verzügig eingebuddelt! Außer Algengrütze. Ist euer kleiner Kubal etwas zurückgeblieben? Zurückgeblieben? Ich? Na, das ist doch. Ruhig sein! Ruhig! Beim Mund zu lassen! Dann du vielleicht auch Kühlschläger rein. Ah! Muss dazu nicht Mund aufmachen? Anderes Thema, ganz anderes. Na bitte! Scheiße Sprache gefunden zu haben! Aber ich weiß immer noch nicht, was ihr wollt! Ich möchte einfach nur Afrika so schnell wie irgend möglich verlassen und nach Hause gelangen. Afrika? Keine Ahnung. Sinnen ist sicherlich anders, Lurcheland womöglich, aber schämt sich ihres Unwissens nicht. Auch wir hatten ja keine Vorstellung von der Präsenz einer faszinierenden Art wie der ihren. Und das, obgleich wir nur einige tausend Meilen auseinandersiedeln. Jetzt begreife ich, seid verwirrte Raumreisende. Verwirrt trifft's ziemlich gut. Wie bitte? Ruhig sein, kleines Männlein müssen still bleiben, sonst nichts zu waschen. Schön. Ach, hören Sie doch auf. Sagt ihr über. Seid offensichtlich aus einem der Himmelsgefäße gefallen und wisst nicht, wo ihr gelandet seid.
Weil die Vielarmigen gekommen sind, musst du erfahren, dass da noch andere Welten sind. Das sieht man ja nicht am Himmel. Was sie andeuten? Wir sind gar nicht. Auf der Erde? Hä? Ich mein! Aber ja, jetzt fügt sich alles zusammen. Oh, was für eine Eselei. Professor! Darum haben wir vorher auf unserem Flug nicht ausgereicht. Wir sind weiter geflogen als geplant. Und eine Sache! Und was sind wir nun? Und die Sonne, die Sonne! Ja, die ist da oben, ne? All der Hitze und den Dämpfen habe ich gar nicht drauf geachtet, aber nun ist es klar. Sie ist viel größer am Himmel, als es schicklich wäre. Doch muss es genauso sein. Ja, die Venus ist ja auch näher an der Sonne als die Erde. Exzellent. Venus! Wo? Zu Ihren Füßen, lieber Freund. Sie stehen genau darauf. Ach, belehrt von einem Frosch über Astronomie. Schöner Gelehrter bin ich. Ich sagte doch schon, dass das Männer etwas geblieben ist. Er sagte uns, dass sie nicht mit dem Vielarmen unter einer Decke stecken. Will er mehr? Wie wär's, wenn ich den Satz mal zu Ende stehe, bevor ich ihn dreimal anfange? Will er mir Fraternisierungsgelüste unterstellen kann? Lass die Fremdlinge in Ruhe, nix aus. Sie haben mir einen großen Dienst erwiesen. Aber Vater, wir können doch wegen ein paar dahergelaufener Fremden nicht unter Grundsätze. Schweig, Zweitgeborener! Mein Rat ist der Moment, ich verwechsel die, glaube ich, gerade. Mein Rat ist dir offensichtlich nicht mehr gewünscht. Also gut, aber du machst einen Fehler. Ha, dafür haben wir Deutsche einen Bleistift mit Radiergummi erfunden. Ach, nix aus. Zeiten haben sich geändert und viele Bräuche gelten nicht mehr viel. Doch in einem hat man so recht. Es gibt Grundsätze, die doch immer Bestand haben. Wenn unsere Hilfe verlangt, muss unser unbedingtes Vertrauen genießen. Wir haben ihn doch schon den verblichenen Sohn wieder beschafft, Häuptling. Und das habe ich den Weg in diese Halle geöffnet. Eine Hilfe, die ihr fordert, birgt Gefahr für meinen Stamm. Darum frage ich euch, seid bereit, mir zu einen riskanten Dienst zu erweisen. Wäre jetzt etwas Neues, wenn wir es nicht anders. Wenn wir was anderes machen würden. Obrigkeitsgehörigkeit, das macht beängstigend, Schatz. Hört, vor langer Zeit entdeckten unsere Vorfahren den Tümpel, um die Götter gnädig zu stimmen. Opferte mein Vorfahren den Edelstahl seines Ringes. Und sagt, der Stein sei in eine Muschel gefallen. Ich umschloss ihn und ließ ihn wachsen. Wir glauben, im selben Maße wie unser Stamm gedeiht, wüchse auch der Stein im Inneren der Muschel zu einer herrlichen Perle heran. Aber es ist sicher doch ein Symbol unserer Kraft und Größe. Bringt mir die Perle des Sees, dann finde ich Wege auch, euch euren Wunsch zu erfüllen. Irgendwelche Hinweise. Nun, ihr müsst natürlich die Muschel finden, wo die Perle bewahrt wird. Ist irgendwie logisch, ne? Die Muschel sollte groß sein, sehr groß. Man sagt, sie befindet sich an tiefster Stelle mitten im See. Ja, aber sie werden noch bemerkt haben, dass wir keine Lurche sind. Sollen wir da hingelangen? Sie sah eine Prüfung an. Das ist eigentlich eine große Hilfe. Sie ist mehr als eine der schönsten Legenden meines Volkes. So eine uralte Überlieferung. Ja, uralte Überlieferung. Frag mich ernstlich, ob die Perle anzukommen ist! Aber, lieber Freund, denken Sie bitte etwas fortschrittlicher. Alles, was unsere von der Perle trennt, ist eine Wasserschicht, richtig? Worauf wollen Sie hinaus, Herr Professor? Erinnern Sie sich noch an die Raumanzüge, die ich entwickelt habe? So etwas baut, bekommt wohl auch einen Taueranzug hin, möchte ich meinen. Ich spreche wieder richtig aus und habe Probleme, sie auszusprechen. Habe ich Alkohol getrunken? Ich trinke ja kein Alkohol mehr, verdammt. Wollen Sie das etwa aus Holz- und Birnengewächsen fertigen, Verehrtester? Denken Sie hin, rund um unsere Abschlussstelle liegt doch genügend Material umher. Dieser Schott! Schott? Mitnichten. Wie Gerümpel mag zwar dabei sein, aber die kleinen Teile sind voll wert. Kommen Sie, 5 handlichen Trümmerstücken soll mir schon etwas Rechtes klingen. Zum Beispiel dieser nette Haufen Schrott habe ich aus diesen 5 Einzelteilen gebaut. Ich nenne es einfach moderne Kunst. Dieses Abstraktum kann man nicht anfassen. Wie ein heißes Ofenrohr. Ja, ich weiß, der ist schlecht. Nicht beschweren. Ich komme ja gleich wieder zu... Hey, das sind neue Gegner. gegen was war die nochmal schwach?
Hä? Moment. Ach nein, das war Schwinger, ne? Wir machen einfach mal alles hier, ne? Ich glaube, Eis war's. Ich sollte es mir vielleicht mal aufschreiben. Ach. Wo ist denn da die Herausforderung, wenn ich weiß, wie wir gegen die Gegner schwach sind? Oh. Nur einer geschafft. Jawohl, das war das Richtige. Ich find's immer noch schön, wie, Raptoren gaggern. Oh, nicht tot. Aber jetzt. Gegen meine übermächtige Übermächtigkeit seid ihr machtlos. Ein paar Level sammeln ist nie verkehrt. Manchmal kommt auch so gut durchs Spiel. Aber es gibt später noch. Na, es dauert noch ein bisschen, aber dann kommen wir zu einem noch sehr unangenehmen Endgegner, sag ich mal. Oder ja, Endgegner sag ich jetzt einfach mal. Der sehr unschön ist. Und nicht sonderlich schön. Ja, der ist ziemlich scheiße, wie gesagt. Ja, volles Rauschen im Mikro. Volles Billig-Mikro habe ich. Dass mir das rauscht. Ist ja schlimm. Ah, kannst du wieder zurücklaufen. Wohl habe ich dich gleich mitgenommen. Ein wertloses Trümmerstück. Moment, was? Das vielleicht? Ah, ein handliches Trüst. Okay, sie müssen handlich sein. Müssen in eine Handtasche einer Frau passen. Da muss alles reinpassen, was eine Frau braucht, um spontan ins Ausland zu reisen. So, jetzt fehlt mir aber noch eins. Oder ich bin einfach nur zu betrunken zum Zählen. Dabei bin ich doch nüchtern. Ich bin selbst nüchtern betrunken zum Zählen. Ach. Und sprechen kann ich eh nicht. Das ist. Hier, warum komme ich an die Kiste da unten nicht ran? Ach. So rassistisch von der Kiste. Habe ich alles? Oder habe ich noch mehr übersehen? Vielleicht gibt es extra Punkte, wenn ich mehr mitbringe. Cheat mir schon noch 200 Stück davon. Hier sehe ich nichts. Ich glaube, dann kann ich wieder zurücklaufen. Spannend! Da hinten war auch nichts mehr. Nein. Hätte ja sein können, dass ich noch irgendwas übersehen habe. Wahrscheinlich habe ich doch irgendwas übersehen. Ja, es ist immer schlimm, wenn in Spielen Objekte, die man mitnehmen kann, nicht mit gigantischen, leuchtenden, blinkenden Pfeilen da gezeigt werden. Mit Textboxen, die darauf hinweisen, dass man diesen Gegenstand mitnehmen kann. Ist da noch irgendwas? Dann wird es immer sehr schwierig mit dem Finden und Mitnehmen von Gegenständen. Noch unbestimmte Herkunft. Ich habe noch gar nicht angeschaut, die Knochen, oder? Ist alles unbestimmte Herkunft, wie es aussieht. Gut, weiter geht's. Ha. Mann, also wenn ich der Fisch wäre, käme ich mir ziemlich scheiße vor. Mein Wertschuckern ist jemand. Alles genug, Schock gesammelt! Und wie weiter? Sie und ihre technischen Ignoranz. Ich werde ihnen schon zeigen, dass es mehr als ein Schott ist. Wir sollten die Bauteile... Wie mein? Ach so, der Schott! Die Bauteile an einen Art Steg bringen. Immer müssen wir uns in schweren Anzügen ins Wasser und wieder hinausziehen. Ach. Sind gar nicht so schwer. Ist bloß Blei. Ach ja, richtig, da dürfen wir ja nur Krieger rein. Dürfen wir da jetzt vielleicht schon rein? Nein. Ach ja, die große Prüfung, da war ja was. Geh doch mal schlafen. Hier kostet nichts.
Und ich würde ehrlich gesagt wirklich lieber auf dem Boden schlafen als im Wasser. Denn die Socken ja noch nasser, als es sowieso schon sind. Wobei, solange wir die Schuhe schon wieder nicht ausgezogen haben. Ja. Jetzt passiert unglaublich viel Spannendes. Oh, jetzt passiert wirklich was, verdammt. Ein guter Platz. Nun kommen sie schon. Bastelstunde. Mit buntem Papier. Vorsicht, wie gehst du denn mit unserem Baumaterial um, Leutnant? Sind ihr schon? Könnt ihr heiraten? Ha, im Nu, wenn sie ihre Meinung geändert haben, mein Lieber. Warten sie ab. Weiß ich mir an, wie die Verbindung nicht. Nein, die sind da. Ja, richtig. Stück A in B. In Teil B stecken. Wenn jetzt einmal das Wandblech fest an. Sehr schön, vielen Dank. Rohr 8G stecken Sie jetzt bitte in Loch 13Y, das Sie mit Verbindungsschraube 7G hergestellt haben. Gut, halten Sie beiden Teile zusammen. Drücken Sie ruhig kräftig mit dem Daumen dagegen. Autsch! Oh, pardon. An Dunkelheit des szenischen Übergänge sieht man auch die Hand vor Augen kaum. Aufhin! Dann haben Sie aus! Ja, dieser Logikfinger! Armer Hassmatz. Warte, ich mach Puste. Ist es besser? Ein Weg! Tolles Gejammer über Gewesenes. Wir sind fertig. Donnerschlag! Hätte ich gedacht, was jetzt im Schutt alles fertigen lassen? Jungs, wer hat denn das? Was ist es überhaupt? Ein gasführender Kompressionsapparat zum zielgerichteten Transport oxygenischer Masse. Schön. Oder in der komplizierten Sprache des Laien eine Luftpumpe. So was Ähnliches habe ich für mein Fahrrad. Hinter ihnen stehen unsere Tauchanzüge. 1, 2, 10, 3. Haben Sie da einen vergessen, Professor? Wie? Moment. 1, 2, 3, nur 3? Ach, gnädigste, bringen wir schon ganz durcheinander. Hat auch alles seine Bewenden. 3 Taucher, 3 Anzüge. So soll es sein. Einer von uns muss natürlich die Luftpumpe dienen, während die anderen im See umhergehen. Das können nicht alle mit. Natürlich nicht. War es nicht klar? Stehen wir nicht lange genug. Ich bastel einfach ein paar Wörter in die Sätze. Das ist eh alles falsch hier. Stehen wir nicht lange herum, sondern klären die Frage gleich. Zwei von uns kommen also mit Ihnen, Herr Leutnant. Wer soll jetzt zwischendurch die Pumpe bedienen? Denk mal, ich brauche auf jeden Fall eine Heilerin. Stärkste im Bund ist wohl am ehesten in der Lage, zuverlässig mit Luft zu versorgen. Gut. Bitte reduzieren Sie mich nicht nur auf meinen Körper. Aber nein, liebes Wesen. Von uns habe ich dich nicht eingeschnappt. Dann auf! Die Anzüge! Ihr Helm, alle Zopp. Dann wären wir jetzt an der Reihe, Gnädigste. Bitte nach ihm. Erstmal einen Schluck trinken hier. Etwas überdimensioniert, fürchte ich. Sei so gut und setz uns die Helme auf, mein Bester. Klick. Ja. Lass uns die Luftversorgung erproben. Kreatur, sei doch bitte so gut und pumpe. Kann ich nicht so einen Anzug aus Fallout haben? Power-Anzug. Klingt aber beängstigend. Funktioniert. Alle Wetter. Dann wollen wir sehen, ob die Anzüge auch wasserdicht sind. Und gütiger, fast hätte ich vergessen zu erwähnen. Wir dürfen nicht zu tief tauchen. Das Material, aus dem ich die Anzüge zu fertigen gezwungen war, hat eben seine Grenzen. Wo ist es? Also doch schon! Sobald wir eine Tauchtiefe der Stufe 5 erreichen, platzen die Nähte unter dem Druck. Wir haben eine Taucheruhr dabei, die uns die aktuelle Tiefenstufe anzeigt. Stufe 5 bedeutet den Tod. Meine zeigt eine Stufe 6. Ich glaube, sie ist kaputt. Haben Sie sonst etwas vergessen? Können die Schuhe explodieren? Ich müsste helfen. Hoho, ich bin der Das wäre ein Abenteuer. Alleine kann ich damit nicht dienen. Dann, Abmarsch! Unter Wasser, achte auf die Wassertiefe. Jeder Abhang führt eine Tiefenstufe nach unten. Wenn ihr eben wechseln wollt, orientiert an dem Pfeil. Sie zeigen die Stellen an, an denen man vorsichtig auf- und abwärts klettern kann. Vorausgesetzt, man findet so etwas wie ein Seil. Geht einfach! Prinzipiell schon, aber vergewissert euch, dass ihr auch immer genug Seile bei euch habt.
Lebzeit. Dann gehen wir die Woche immer sicher. Ja, sichern ist immer gut. So. Was haben wir hier so? Was ist das? Algenwerk nehme ich mit. Klar, ist klar. Und muss ich jetzt gerade wegen laut oder ich weiß nicht. Ich würde sagen, es hat sich noch niemand über die Musiklautstärke beschwert, meine Stimmlautstärke, aber es gucken nicht so viele dieses Let's Play, von daher. Halt, es wäre ja unwahrscheinlich, dass überhaupt mal irgendjemand beschwert. Er! Ah, er traut sich sein Vieh einzuholen. Schatz, es war ein Schatz. Ah, herrlich. So, und ich glaube, dass man sich hier sogar verbauen konnte. Möglicherweise. Eventuell. Kann ich Fischi mitnehmen? Fischi, Fischi, Fischi. Hm. Okay, Fischi kann ich nicht mitnehmen. Jetzt wollte ich so ein bisschen angeln und so. Und jetzt da hoch. Ist das eine gute Idee, da jetzt hochzugehen? Ich glaube nicht. Gehen wir erstmal nach da unten. Tiefe 3 geht noch. Alles im Lot auf dem Boot. Oh, Moment. Egal. Wir sind auf so etwas ähnlichem wie einem Boot. Hey, da unten liegt ein Toter. Der noch lebt? Möglich wäre es ja. So, wo muss ich denn hier lang, technisch? Kann es sein, dass ich es schon verbaut habe? Was glaubst du denn? Ja. Ich glaube, ich habe es schon verbaut. Oder habe ich irgendwas nur einfach nur übersehen? Mal gucken. Ich glaube, ich habe es schon verbaut. Ich bin ein toller Hecht. Ganz toll habe ich das gemacht. Nennt mich Gott. Ah, das tut ihr eh schon. okay, wir brauchen das Algenwerk. Dann sprechen wir einfach mit dir an, weil wir es können. So, ganz genau schauen, wo ich den hin kann. Ich schiebe auf jeden Fall meinen Stein da runter. Und können dann da oben runter. Gut, gut, gut. Gut, 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 gut. Oh, ich soll vielleicht auch Return drücken. Ey, komm mal runter. Sieht aus wie ein Gegner, komm her. Das ist auch aus Terranigma geklaut, die Gegner. Voll schlechte Spieler, ja, nur geklaut, ey. Nichts Deutsch, ich. Oh, die ist leicht angepisst. Einschätzen. Ja. Feuer? Ich will aber nicht gegen alle. Oh, ich wollte für Flamme auswählen. Warum kann mir eine Muschel so eigentlich verwunden? Das ist eine Muschel! Oh, Feuer und Wasser. Luft, Sprungattacken, knacken die Schale. Ja, Sprungattacken. Gut, gut. Luft. Ist jetzt Frost Wasser oder Luft? Das ist die Frage. Es ist nicht so ganz ersichtlich. Luff, Luff! Aussehen, zerbrüllen! Kassieren! Die mag jetzt perfekt, ey. Scheinbar ist diese Muschel nicht sonderlich beeindruckt von uns. Oh nee. Oh, das ist nur ein Gegner oder geht's ja? Ich hasse so Attacken, die so die ganze Gruppe töten. Oder verwunden. Muschel ist leer. Ich stelle eine leere Muschel hin.